Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, liebe Leute, nachdem uns letztens ein Fail unterlaufen ist, beziehungsweise mir, mit dem Gewächshäusern, müssen wir heute mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Eine gute Frage. Wir haben auch einigen Geldverlust erlitten, leider dadurch. Und tja, ich weiß es nicht. Wir schauen mal, was wir uns noch aktuell leisten können, was wir so brauchen. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig sprachlos, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ehrlich gesagt ein wenig ratlos gerade, was wir jetzt anstellen sollen. Tja, wofür braucht man denn Kompost? Fangen wir mal so an. Also ich glaube hierfür, war für Kompost und Dünger werden aber für 450.000, also beim besten Willen, da weiß ich nicht, wo wir die herholen sollen. Holzstamm. Aus Diesel- und Lehrpaletten werden Holzstammpaletten. Ah, okay. Ich weiß es wirklich aktuell nicht, liebe Leute. Hier können wir Mist herstellen. Das wäre doch noch was. Mehlproduktion. Wir nehmen das jetzt hier einfach. Das ist so eine kleine Produktion, die... Wartet mal. Wir brauchten Mist für die... sagt schon. Mist für die Gewächshäuser, richtig? Das heißt, wir hätten die gar nicht wieder verkaufen müssen, sondern einfach das Ganze hier hinsetzen und das wär's gewesen. Das hätte ja Preis sein können oder wie oder was. Dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wir fahren mal eben schnell zum Hof. Den Kompost, den können wir auch verkaufen, das ist nicht das Problem. Oder wir schütten ihn einfach dort wieder rein oder ins Lager. Sinnlos verkaufen müssen wir ihn ja jetzt auch nicht. Aber für... Ja, doch, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn es funktioniert. Wohlgemerkt. Ich hoffe es, liebe Leute. Wir schauen mal. Und ja, wie gesagt, hat jemand eine Lösung für das Autodrive-Problem, dass ich jedes Mal wieder neue Strecken einfahren muss, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, bitte. Denn so nervt das schon ein wenig. Muss ich zugeben, finde ich nicht sehr, sehr schön. Oh, jetzt ist aber das ganz schön schmal. Das reicht noch. Sehr gut. So, wir steigen mal fix aus. Was ist hier drin? Hier ist nichts mehr drin. Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Stroh. Also hier kann man quasi alles reinhauen. Und daraus wird Mist. Aber ich habe wieder das Problem, es geht wieder nicht. Kann mir dazu jemand eine Lösung sagen? Woran das liegen könnte, dass hier manche gehen und manche nicht? Ach, das ist doch ein nerviger Mist. Warum funktioniert das nicht? Mistproduktion, ja, wäre schön, wenn das funktionieren täte. Deaktiviert.
So, na gut, dann müssen wir das mal wieder ummodeln. Wir kippen da mal ein wenig was rein. Schauen mal, ob das dann anspringt oder ob das dann nicht läuft. Weil so mit diesem typischen Global Company Funktionsweise geht das nicht. Also wenn jemand dazu eine Lösung für mich hat, gerne in die Kommentare. Wäre echt super. Weil es wäre echt schade, wenn wir hier jedes Mal das Geld verbraten tun und nichts dabei rumkommt. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch im Lager haben. Was wir aktuell mal... Ah, wir opfern mal so 6000 Weizen. Gucken wir mal, wie sich das Ganze dann ausgeht. Oder ob es überhaupt funktioniert oder wie auch immer. So, abkippen können wir schon mal. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Aktiv an. So. Und jetzt gucken wir mal, ob es was wird oder ob es hier nichts wird. Ich denke ja, es wird nichts, weil das hatten wir schon mal. Von daher wäre das Ganze sehr, sehr schade. Gut. Dann haben wir hier den... Der hat noch ein wenig zu tun, der liebe Kollege hier. Und wir haben jetzt aktuell nichts weiter zu tun. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir für 70.000 uns so langsam mal an die Tiere herantasten. Aber ich glaube, das Ganze ist noch ganz schön teuer. Standard hier, die Mods. Ja, die Mods könnte man jetzt so langsam in Betracht ziehen. Allerdings reicht dafür auch das Geld nicht. 500.000. 500 Tiere und 225.000, das ist schon beeindruckend. Also das wird es wohl werden. Aber wie gesagt, aktuell nicht. Ich glaube auch, wenn wir sagen, wir holen jetzt hier 50 Hühner, das rechnet sich einfach nicht. Das ist einfach nur Bespaßung. Oder was sagt ihr? Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht, wenn man Hühner so nebenbei laufen lässt? Ich glaube eher nicht, oder? Also... Ich weiß auch nicht, ich habe auch seit dem Global Company Mod noch nicht wieder mit Pferden gearbeitet. Also das ist, weiß ich auch nicht. Kau. Das ist alles nicht das, wo ich sagen würde, das bringt's. Muss ich zugeben. Was haben wir hier? US Barn Pick Schwein. Wie groß ist das Ding? Ah ne, den finde ich. Wartet mal. Gucken wir mal, wie sieht das aus hier. Ach, an und für sich gar nicht so hässlich. Da ist die Einfahrt, da wird geliefert. Und da ist alles rein und raus, glaube ich. Und wie war das bei dem hier? Ach, das ist ein kleiner. Der fetzt natürlich rein. Optisch ist der cool. Rein optisch finde ich den richtig klasse. Wollen wir das Ganze unten auf dem Feld bauen oder wollen wir sagen hier, wir bauen auf Feld 34 erstmal unseren Schweinehof hin. Wir machen in Schweine, habe ich mir so überlegt, das ist mal was anderes als immer nur Kühe. Weil ich denke, dass man auch mit Schweinen ganz gut immer mal vorankommt. Wir fangen hier auch wirklich hier schön in der äußersten Ecke an, dass wir sagen können, jo, hier geht's los.
Oder nehmen wir lieber den. Was sagt ihr denn? So. Ich weiß auch nicht, welcher mir da am besten gefällt, muss ich zugeben. Den finde ich ja auch nicht schlecht, aber dafür reicht unser Geld leider nicht aus. Und hier würden wir sogar mehr Schwein reinbekommen. Ja, nicht genügend Geld. Wir gucken mal, was die Bank sagt. Die Bank sagt, aber liebend gern, netter junger Herr, nehmen Sie noch ein wenig Kredit auf. Wir geben es Ihnen gerne. Und von daher würde ich sagen, ja, der ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, 300 Stück. Das ist ein Riesenteil, liebe Leute. Ist das ein Riesenteil? Da weiß ich gar nicht. Ah, okay, gut. Also der ist auf jeden Fall so, dass man den so setzen kann. Und so. Muss man eben schauen, ob man hier durch. Ne, kann man nicht. Also können wir den so platzieren, dass wir von der Seite hier so rankommen. So vielleicht. Dass wir, wenn, wartet mal, wenn wir hier eventuell später mal so noch einen dazusetzen. Eventuell, ja, das, ich glaube, das machen wir diesmal so. Wir asen hier mal ein bisschen rum mit dem Platz, würde ich vorschlagen. Und setzen den hier einfach mal so hin. Zack. Ja, liebe Leute, da haben wir dann unser kleines, ja, kleines relativ, ich weiß, Schweinelager. Schweinelager klingt falsch. Unsere kleine Schweinemast. Die schauen wir uns jetzt erstmal gemeinsam an. Hier Vollmond. Tatsache. Ja, Vollmond. Herrlich. So, sehr cool. Ist das ein Riesenstall? Das geht auf keine Kuhhaut. Wahnsinn. Wahnsinn, liebe Leute. Echt ein schickes Teil. Richtig, richtig nice. Was haben wir hier? Was müssen wir hier machen? Ich glaube, Wasser? Na gut, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt Futter, Wasser und Schweine. Halt, bevor wir jetzt hier wegfahren, holen wir uns erstmal. Ich würde vorschlagen, wir nehmen hier die bunten und dann nehmen wir 20 Stück für den Anfang, dass wir wenigstens ein bisschen vorankommen. 20, 20 Stück. Hallo, ihr kleinen Schweinchen. Ja, sehr schön. Wunderbärchen. So, jetzt immer noch einmal Futter, einmal Wasser. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Land. Beziehungsweise könnten wir jetzt rein theoretisch schon. Warum machen wir das nicht die ganze Zeit? Kann mir das mal jemand verraten? Nee, wa? So richtig nicht. Wir brauchen. Wo ist denn unsere Seemaschine eigentlich hier? Die steht hier so rum.
Wir brauchen. Wartet mal, ich muss mal irgendwas schauen. Und dann gucken wir mal, was hier gemacht werden muss. Nichts. Sehr schön. Dann können wir hier starten. Und zwar mit. Tja, mit was starten wir hier? Auf jeden Fall würde ich sagen, Futter für die Schweine. Weizen und Gerste, Hafer, Raps, Soja, Bohnen. Wartet mal, ich muss mal eben schauen, ob die Schweine Weizen und Gerste nehmen, die Sojabohnen, Raps und Mais. Da würde ich dann vorschlagen, wir machen hier mal Mais hin und nehmen dann für die Bearbeitung holen wir uns noch ein Maisschneidwerk anschließend. Aber bis dahin haben wir noch ein wenig Zeit. Nein, das ist nicht das Richtige, oder? Nein, das ist der Start da drüben. Na gut, egal. Boah, dann machen wir das. Das spielt jetzt keine Rolle. Dann fahren wir hier hinten an. Und hier machen wir ganz normal Standard. Weizen drauf. Und dann kann der loslegen. So, und mit dem hier können wir dann unsere Schweine schon mal ein wenig versorgen. Ich weiß, dass der kleine Arion sich ein wenig schwer tut mit dem Anhänger, aber dafür sollte es sich ausgehen. So, wir nehmen erstmal alles mit, was reingeht. Ich glaube, so sollte es erstmal reichen. Und gucken wir mal, wo wir das Ganze dann loswerden. Wir setzen uns mal rein, mal sehen, ob was mein PC dazu sagt. So mit Licht, das mag er überhaupt nicht, wie ihr seht. Das ruckelt ganz schön. Ja. Aber so die Klaas-Traktoren sehr, sehr stylisch, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig klasse. So, Wunderbärchen hier rum. Dann müssen wir mal schauen, wie das hier ist mit dem Füttern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier vorne rein geben müssen. Oder ob wir da durchfahren müssen. Das werden wir gleich probieren. Ah, der Wendegeist ist ganz schön groß. Na, was macht er? Macht er das hier? Ich fürchte nicht. Gut, dann werden wir da mal reinfahren. Mal sehen, wie es da ausschaut. Muss mal eben gucken, wozu die Lok hier ist. Okay. Das geht sich nicht aus. Dann werden wir jetzt hier mal reinfahren. Schauen mal, ob hier die Traktoren überhaupt reinpassen. Die sehen ganz schön. Also der kleine Traktor passt hier rein. Und wie sieht es mit dem aus? Ah, einmal frei. Nein, der passt nicht. Warum passt der nicht? Warum nicht? Hallo? Ah ja, hier wird befüllt. Oha, da geht aber rein. Jetzt schon bei 20 Stück. Oh. Ah, so gut wie voll. Sehr schön.
Allerdings stelle ich gerade fest, wir müssen jedes Mal hier reinfahren und von daher können wir gar keinen größeren Anhänger dafür nutzen. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben und dass wir Gott sei Dank keinen Drehschemel-Anhänger haben, denn damit rückwärts raus ist ganz schön kompliziert. So, liebe Leute, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut.